Ja, hallo zusammen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Infinite Undiscovery. Wir sind hier in Hylgita, in der Stadt, die auf sehr dramatische Art und Weise angegriffen wurde und von Unheil heimgesucht wurde im letzten Part. Dank der Ankunft von Leonid, dem Dread Knight, der hier sein Unwesen trieb und Empress Swala dazu überreden wollte, auf seine böse, dunkle Seite zu kommen. Und bevor ich jetzt weitergehe, wollte ich noch eine Sache ausprobieren. Und zwar habe ich den Tipp bekommen, mal mit Michelle hier zu quatschen, mit den ganzen Leuten, die sich hier in der Kirche aufhalten. Und das mache ich doch gleich mal. Gucken wir mal, wie die so auf sie reagieren. However, did they enter the city? We are protected by a natural fortress. There's nowhere for them to slip in. When we were at war with other countries, they used to fear us because we were Hylgita, the invincible fortress city. Okay, die alte Dame, die hat sich jetzt auf das bezogen, was hier zuletzt vorgefallen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier noch irgendeine Besonderheit raushören in den Gesprächen, wenn wir mit Michelle die Leute anquatschen. Following the Dread Knight's attacks, reconstruction efforts began around the city. We would like to help with this as well. If you ask the shopkeepers, I am certain that they will find a task for you to do. Okay, eigentlich haben wir im letzten Part noch mit denen gesprochen. Aber wirklich eine Aufgabe haben wir von denen jetzt nicht erhalten. Vielleicht habe ich auch irgendwie mit genau den falschen Händlern gesprochen. Ich weiß das nicht mehr. So, quatschen wir mal nochmal den Priester an. Achso, ich wollte gerade sagen, der ist da gar nicht. Den habe ich gerade irgendwie aus der Entfernung gar nicht gesehen. May you be blessed by Varos, the moon god. This is his temple, a place of worship. Even if you carry sins, you shall be forgiven here. Pray for your past and future. Okay. Hallo, sagst du noch was? Nö. Okay, irgendwie hätte ich mir jetzt hier so den ein oder anderen spektakuläreren Dialog erhofft. Wir haben jetzt hier, glaube ich, noch eine Person. Nee, noch zwei. Einmal ihn hier und einmal das kleine Kind. We have seen an increase in monster activity. This is causing much concern amongst the people. Please defeat the order as soon as possible. Okay, hat er jetzt... Ich habe mich mit Michelle irgendwie disconnected, kann das sein? Sorry, das war jetzt mein Fehler. Aber die Dialoge, die kennen wir ja trotzdem alle nicht. Also, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wann ich auf diesen Knopf für Disconnection gedrückt haben soll. Aber gut, jetzt können wir... Jetzt haben wir mal den direkten Vergleich, ob sich jetzt hier die Äußerungen ändern. Nee. Vielleicht hätte ich auch früher sprechen müssen mit ihr, mit den Leuten hier. Aber ich glaube, es gab gar keine Möglichkeit. Singing Girl. Okay. Ich glaube, das hatten wir auch schon. Nee, okay, dann hat sich jetzt hier nicht sonderlich viel getan. Wir könnten jetzt mit Sicherheit auch hier noch andere Dialoge hervorrufen, denn wir können uns ja quasi mit jedem Charakter hier irgendwie connecten und überall neue Dialoge dadurch ins Leben rufen, aber das würde, glaube ich, hier etwas den Rahmen sprengen. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal weiter. Ich habe übrigens, bevor ich mit diesem Part angefangen habe mit der Aufnahme, dieses Karatos Wristband, das habe ich einfach mal umgelegt. Und das haben jetzt im Moment, ich muss mal kurz gucken, das haben Savio, glaube ich, jetzt bekommen. Einmal Savio und wer war der zweite? Dominika hatte das vorher. Und Kiria, genau, die tragen das jetzt, weil wir die nicht mit in der Truppe haben. Und ich habe auch unsere Party jetzt geändert für den bevorstehenden Weg. Denn wir werden mit unseren beiden neuen Charakteren jetzt reisen und mit Eugene, der sich hier gerne mal als Heiler erproben darf. Und wir gucken mal, wie das jetzt funktioniert. Ich stelle mich innerlich schon darauf ein, dass jetzt hier einiges schief gehen wird, da ich nicht weiß, wo wir diese Mountains finden sollen, die hier irgendwie abgehen sollen von diesem Waldstück hier. Und ich sehe hier irgendwie schon ziemlich schwarz. Ich weiß gar nicht, ob also wenn die beiden Aristos sind, bei Thoma bin ich mir, glaube ich, ziemlich sicher,
Also wenn die Aristos sind, dann müssten die, glaube ich, immun sein gegen diesen Lunar Rain Effekt. Und ja, wo ist denn Komachi? Hat hier auch so einen komischen Ring oder Halbmond auf dem Rücken. Das ist total Sailor Moon mäßig, dieser Halbmond, oder? Also wer Sailor Moon kennt, der wird vielleicht wissen, was ich meine, weil ja, die hat diesen Halbmond, glaube ich, auch in ihrem Diadem mit drin und generell in allen Werkzeugen und Zauberstäbchen, mit denen sie immer irgendwie gekämpft hat. Ja, aber Sailor Moon ist sowieso so ein Kapitel für sich. Da könnte ich euch ja peinliche Geschichten ohne Ende erzählen, denn ich bin als Kind total der Fan gewesen von dieser Serie und ja, habe die ganzen Folgen alle immer total gesuchtet. Also die, die in etwa meinem Jahrgang entsprechen und also ich bin Jahrgang 85, ja, und als das mit der Serie damals anfing, da kam das im deutschen Fernsehen noch ganz früh am Morgen, ich glaube jeden Sonntag immer, auf dem ZDF war das, glaube ich, auf jeden Fall ZDF oder ARD. Und so, ich laufe jetzt hier erstmal nach links, weil wir müssen uns irgendwie nördlich halten und ich werde jetzt erstmal die nördlichen Ausgänge von links nach rechts abklappern. Ja, und ich weiß noch, das kam damals im TV noch vor, vor Bananas in Pyjamas. Und ich bin eigentlich immer total der Langschläfer gewesen und bin aber extra für diese Sendung als Kind damals immer aufgestanden und habe mir das morgens immer angeguckt. Und meine Eltern sind seinerzeit total erstaunt gewesen, dass ich überhaupt dazu imstande bin, so früh aufzustehen an einem Sonntag, an einem Tag, wo ich nicht in die Schule musste. Und ja, das war jedes Mal irgendwie immer ein totales Erlebnis. Und so als Hardcore-Fan seiner Zeit hatte ich natürlich auch immer diese ganzen Dinge, die man so kaufen konnte zu der Serie, ja, also so diese diversen Verwandlungsstäbe, die sie so hatte. Dann gab es ja auch diese diese Barbie-Puppen, die man kaufen konnte. Okay, und wir sehen hier übrigens an den Flügeln, dass Eugene und Komachi definitiv gefährdet sind, sich hier zu verwandeln. Und ja, ich habe da gerade echt Sorge, dass das jetzt hier alles nichts wird. So, hier links haben wir so eine Wand. Oh Gott, ich hoffe, dass ich jetzt... Guck mal, hier sind irgendwie so grüne Pünktchen. Vielleicht ist das ein ganz gutes Zeichen, dass wir hier richtig sind. Ich kann mich an die irgendwie gar nicht mehr erinnern. Aber guck mal, hier sind nochmal grüne Pünktchen. Vielleicht ist das so eine spielinterne Geheimsprache, so nach dem Motto, ja, lauf hier entlang, hier bist du sicher, wir führen dich ans Ziel. Und irgendwie sieht das ja auch gerade nicht nach Sackgasse aus, aber gleich ploppt bestimmt wieder so eine hässliche Wand auf. Und dann werde ich da wieder gegenlaufen und dann werde ich wieder irgendwo hingebeamt werden, wo ich gar nicht hingebeamt werden möchte. Okay, schaut mal, hier sind wir noch nie gewesen. Ich glaube, meine erste Eingebung ist absolut richtig gewesen und ich lege euch wirklich meine Hand dafür ins Feuer, dass ich nicht wusste, was uns hier erwartet. Also ich habe mir das vorher nicht angeguckt. So, und hier haben wir jetzt eine verschlossene... Oh Gott, meine Güte! Ey, wie ich mich immer wieder deswegen erschrecke. Und die sind nicht mal laut. Ja, also ich bin kein... Oh, irgendjemand hat gerade richtig, richtig viel Schaden bei diesem Vieh gemacht. Ich habe das jetzt wieder nicht gesehen. Und wenn ich jetzt wieder sage, ich gucke mir das dann, wenn ich das Video schneide, gucke ich mir das genauer an, dann vergesse ich das sowieso wieder. Also wer jetzt gesehen hat, was das für eine Attacke war, der möge mir das doch bitte sagen. Da bin ich jetzt gerade echt etwas schockiert. So, auf jeden Fall kommen wir hier, finde ich, ganz gut voran mit den beiden. Und ich bin gespannt, wo uns jetzt dieser Weg hier hinführen wird. Und Mann, ey, diese Viecher, die nerven irgendwie total. Ich weiß gar nicht, wie ich das hier umschiffen soll, dass die mich hier irgendwie so komisch lähmen. Weil das ist immer, wenn ich auf die ganze Zeit so draufkloppe, ist das ja auch immer so total bunt und undurchsichtig. Und ja, ich weiß gar nicht, woran ich erkennen soll, was da jetzt für eine Attacke auf mich zukommt. Und ich muss sagen, seit wir diesen Waldabschnitt hier betreten haben, hatten wir noch kein einziges Mal Schwierigkeit mit der Heilung. Und vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich habe das Gefühl, als ob Eugene... Mann, hallo, kann mich mal jetzt hier jemand, danke... Als ob Eugene auch gar nicht so lange braucht, um seine Zauber zu spawnen. Als ob das irgendwie so ein bisschen schneller gehen würde bei ihm. So, jetzt bin ich erstmal ein bisschen durcheinander, weil ich nicht weiß, wo ich jetzt hier hinlaufen kann. Ich werde jetzt sicherheitshalber erstmal die Wände hier ein bisschen ablatschen. Oh Gott, die Flügel, die werden jetzt immer größer von denen. Ich sollte jetzt vielleicht mal meine Lauscher ein bisschen aufsperren und gucken,
was die hier so zum Besten geben. Und wenn die jetzt anfangen, komische Sachen vor sich hin zu säuseln, dann heißt das Beine in die Hand nehmen und ganz, ganz schnell spurten. Denn dadurch, dass wir hier noch nicht gewesen sind, denke ich einfach mal, dass wir uns jetzt auf dem richtigen Weg befinden. Okay, so. Oh, jetzt sind die ganzen Gegner hier wieder und da vorne ist schon wieder so eine hässliche Wand. Aber immerhin ist das eine Wand, wo wir bisher noch nicht gewesen sind. Oh, die Flügel. Oh, oh, die Flügel, die werden hier immer größer. Okay, ich sollte mich jetzt hier aber wirklich beeilen. So, und? Oh, Mann, ey, an was für einem Kackort bin ich denn jetzt schon wieder gelandet? Ich dachte, jetzt habe ich hier einmal irgendwie was... Da sind aber zwei Wege gewesen. Irgendwie habe ich den zweiten Weg gerade gar nicht gesehen. Ja, deshalb weiß ich wieder... Oh, 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 irgendjemand ist, hat die Wormiform angenommen. Das ist mega uncool. So, ja, jetzt seht ihr mal, wie das hier aussieht. Hallo, können wir den gar nicht bekämpfen? Was ist das denn? Warum kann ich denn nicht... Ach, muss ich jetzt hier mein... Ich glaube, ich muss mein... Okay, jetzt bin ich weg. Mann, ey, ist das hier gerade ärgerlich alles. Eugene ist noch am Leben. Könntest du mich vielleicht bitte mal irgendwie... Ja, ich muss wahrscheinlich erst mal meine blöde Flötenmelodie hier spielen, aber irgendwie möchte mich hier gerade keiner wiederbeleben. Ich weiß gerade nicht, was ihr macht, Leute, aber ihr würdet uns hier ganz enorm weiterhelfen, wenn ihr mir helfen würdet. Hey, hat doch noch geklappt. So, ich weiß gar nicht, welches jetzt hier die richtige Melodie ist. So, nützt das was? Hä, warum... Mann, ey, warum kann ich denn hier... Warum kann ich den denn nicht bekämpfen? Habe ich gerade irgendwie doch die falsche Melodie gespielt oder was? So, vielleicht stand ich auch einfach nur zu weit weg. Ja. So, nützt das jetzt was? Nee, okay. Ich glaube, ich muss jetzt einfach mal gucken. Mann, ey, ich glaube, ich habe das richtige Item auch gar nicht, um den jetzt hier wieder zu befreien. Oh, kotzt mich das hier gerade an und wie viel Schaden der auch austeilt, ey. Oh, ist doch zum Kotzen, ey. Ja, kannst du mich jetzt mal bitte schneller aus dem Weg räumen? Vielen Dank. Boah, ist das ärgerlich, oder? Ja, jetzt haben wir das immerhin mal live gesehen. Das heißt, ich muss das jetzt nicht wiederholen, wenn ich irgendwann mal... Ja, ich wollte euch ja sowieso zeigen, wie das hier aussieht. Und Mann, ey, das nervt mich jetzt aber. Das heißt, ich werde jetzt hier... Ja, ich weiß nicht, ob ich die Kämpfe jetzt hier nochmal bestreiten soll. Ja, wir machen das jetzt mal so, dass ich euch wieder mit ins Boot hole, wenn ich diesen Punkt erreicht habe. Weil ihr habt ja vorhin auf dieser Map gesehen, dass wir da oben links, dieser neue Weg in Anführungsstrichen, den ich entdeckt habe, dass von dem zwei Wege abgegangen sind. Sobald ich die Ecke wieder erreicht habe, seid ihr wieder mit am Start. So, schaut mal, jetzt sind wir wieder hier an dem Ort angelangt, wo das vorher nicht aufgedeckt war. Und ich habe mir jetzt ehrlich gesagt keinen Masterplan oder so überlegt. Ich werde mal versuchen, weil wir haben ja dieses komische Heil-Item mit bei uns. Dieses Panacea oder wie das heißt. Und ich werde mal probieren, wenn jetzt nochmal jemand die Wormiform annehmen sollte... Dann werde ich mal probieren. Ach so, das war ja das. Oh, jetzt wollte ich schon wieder umswitchen. Ich bin aber auch schon wieder wieder klug ohne Ende. Ja, was jetzt total ärgerlich war, aber das habt ihr jetzt so nicht mitbekommen, war, dass ich jetzt, bevor ich... Weil ich hatte ja zum einen Karathos Wristband wieder umgepackt, bevor ich mit diesem Part begonnen habe, habe unsere Party nochmal neu angeordnet. Das habe ich, kluger Mensch, natürlich wieder überhaupt nicht abgespeichert. Heißt, ich durfte das alles jetzt nochmal machen. Und wenn meine Idee jetzt mit dem Heilen nicht klappen sollte... Dann habe ich mir vorgenommen als Idee. Aber guck mal, die Flügel, die gehen auch recht schnell wieder weg. Das heißt, ich kann mich im Grunde genommen auch wieder zurückziehen, wenn ich merke, dass sie kurz davor sind, sich zu verwandeln. Und, oh, Häschen, ich glaube, ich hau dich mal. Hä? Nee, okay, Häschen lässt sich nicht hauen. Ist okay, wir müssen ja nicht immer hier rohe Gewalt anwenden. So, ich glaube, das hier ist jetzt nämlich der andere Weg, den wir bis dato noch nicht beschritten haben. Also glaube ich, ich werde gleich nochmal kurz auf der Karte nachschauen. Und ja, keine Ahnung, ich werde mich wahrscheinlich beim ersten Fehlversuch einfach zu lange im Lunar Rain aufgehalten haben. Und ich habe jetzt unterwegs auch die ganzen Gegner alle wieder getötet. Einfach, weil ich die ganzen Level-Ups natürlich wieder mitnehmen wollte und so. Kann sein, dass es ein paar weniger Gegner gewesen sind, weil ich ja diesmal ganz genau wusste, wo ich hinlaufen wollte und da nicht so rumgeeiert bin.
So, genau, hier wollten wir hin. Wir sind nämlich beim letzten Versuch irgendwo nach links abgebogen. Und das ist jetzt der zweite Versuch. Und wir haben hier schon wieder diese grünen Kügelchen. Und ich hoffe ja immer noch, dass das vielleicht ein Indiz für den richtigen Weg sein könnte. Und ich glaube, damit liege ich sogar goldrichtig. Denn, schaut mal, hier sind wir noch nicht gewesen. Sehr schön, alles klar. Dann habe ich das Spiel jetzt immerhin ein bisschen durchschaut. Das heißt, ich weiß, wenn ich das nächste Mal draufgehen sollte, dass meine Idee, diesen Weg einzuschlagen, der richtige Weg war. Ich hätte, wenn das jetzt nicht funktioniert hätte, in diesen Kobasna Timberlands so einen Weg oben rechts mir ausgeguckt und wäre den dann ansonsten noch entlang gelaufen. So, hinter uns war schon wieder so eine Wand. Okay, vielleicht habe ich das auch unterbewusst noch in Erinnerung mit diesen Pünktchen, die uns den richtigen Weg weisen. Schaut mal, hier sind die nämlich schon wieder. Das heißt, ich werde mich jetzt nach denen orientieren. Oh, hier ist schon wieder dieser hässliche Regen. Ich hasse diesen Regen, ich hasse ihn. Und ich habe ihn auch damals schon gehasst und jetzt hasse ich ihn nur noch viel mehr. Ja, und gibt es da eine Möglichkeit, das hatte ich in einem anderen Part auch schon gesagt, hier auf der Xbox irgendwie ein Achievement freizuschalten. Und das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass man mehrere Mitstreiter in diese Wormy-Form bringen muss. Ob man die dann am Ende irgendwie töten muss oder ob die sich einfach nur parallel zueinander verwandeln müssen, das weiß ich leider nicht mehr. Könnt ihr natürlich dann nachschlagen bei Interesse. So, hier bin ich allerdings noch nicht gewesen. Aber, ach doch. Ah, schaut mal, da haben wir es doch schon geschafft. Na gut, so weit war der Weg ja nun doch nicht, wenn man weiß, wo man hin soll. Na, dann schauen wir mal. Vielleicht kommt jetzt auch gleich ein Bosskampf. We're almost there. This cave is the best shortcut to the chain. Look at this. It's a Rachnivus nest. Rachnivae are a spider-like species with ant-like behavior that live in the Helgeetian outback. They create colonies deep underground with a queen at the top of the chain. Wow, it's amazing that bugs can make a hole this big. Nature's full of surprises. They may be shaped like spiders, but they are monstrous in size. Huh? Like them. What? Disgusting! Oh ja, Aya, ich bin vollkommen bei dir. Also bei Spinnen dreht sich mir auch der Magen um. Oh, ist das ekelhaft. Also die Kombination aus, aus riesig sein und spinnenartig sein, das ist irgendwie überhaupt gar nicht gut. Aber ich finde Spinnenbosse irgendwie cool. Boah, Alter, nehmen die viel Schaden ab. Eugene, du wirst hier, glaube ich, eine Menge zu tun haben, denn das scheint mir hier kein allzu einfacher Kampf zu werden. Hallo, könnt ihr mich mal hier alle in Ruhe lassen, ey? So, aber er macht einen ordentlichen Job. Und das Witzige war, ich glaube, ihr habt das nicht gehört, aber in dem Moment, wo die ganzen Spinnen aus ihren Löchern gekrochen sind, hat das hier bei mir in der Wohnung angefangen zu hageln. Und ich habe so gemerkt, wie die ganze Zeit hier irgendwie so Hagelkörner gegen die Wand schmetterten. Und dann dachte ich mir auch so, okay, das wird bestimmt ein Zeichen sein. So, aber ich glaube, das ganze große Mistvieh, das haben wir jetzt alles schon aus dem Weg geräumt. Jetzt bleiben nur noch die kleinen übrig. Ja, und so wie es aussieht, werden wir hier dann auch einen komplett neuen Dungeon haben. Schätze ich jetzt einfach mal, nämlich diese komische Höhle. They're repulsive. I wonder if they taste good cooked. Are you serious? Our mom is terrific at cooking those things. They're yummy boiled. Your mother cooks these. I can't believe it. How do we get out? Oh, that's easy. We just keep climbing and we're out of here. It won't be as simple as that. These creatures are quite intelligent. Really? Any other options? The queen is in here somewhere. If we defeat her... Then what? Then they would begin fighting amongst themselves to decide the next queen. They wouldn't notice us. Okay. Right. Let's go find her. Oh ja, ich glaube, diese Höhle ist ziemlich undurchsichtig. Also ich habe die auf jeden Fall als
recht knifflig in Erinnerung und das wird auf jeden Fall ein ziemlich großes Labyrinth werden. Aber was heißt auf jeden Fall? Ich meine, ich habe das von anderen Orten auch hier und da schon mal gesagt und dann kam das letzten Endes alles ganz anders und ja, das erste fängt schon mal gut an mit den 1000 Wegen, die wir hier gleich zu Beginn zur Verfügung haben. So, erstmal abspeichern und ja, wir werden diese Höhle uns auch erst im nächsten Part genauer angucken. Das heißt, dieser Part ist nun etwas kürzer ausgefallen. Allerdings möchte ich gerne vermeiden, dass wir mitten im Dungeon, und so würde es wahrscheinlich letzten Endes auch kommen, dass wir mitten im Dungeon dann aufhören müssen. Und das kann natürlich sein, dass wenn ich mich wieder außerordentlich blöd anstelle, guck mal bitte die Waffe von Eugene. Sieht aus wie so ein Staubwedel, ist ja auch nicht schlecht. Ja, dafür wird wahrscheinlich der nächste Part dann etwas länger ausfallen, je nachdem wie gut oder nicht gut ich mich anstelle. Und eine Sache habe ich mich auch noch gefragt, denn wir haben in dieser letzten Cutscene hier gerade gesehen, wie Toma und Komachi hier gewesen sind. Und ich frage mich, ob wenn wir eine andere Truppe hier ausgestattet hätten oder zusammengestellt hätten, ob dann die Dialoge auch anders gewesen wären. Also wer darauf vielleicht eine Antwort kennt, der möge mir die bitte mitteilen, denn das würde mich auf jeden Fall ziemlich interessieren und das hätte auf jeden Fall erhöhten Wiederspielwert, wenn es darum geht, auch mal die anderen Charaktere zu Wort kommen zu lassen. Aber gut, das weiß ich nicht. Ich kenne die Antwort auf diese Frage nicht. Ich bin gespannt, was uns dann im nächsten Part hier erwartet. Das Einzige, was ich mit Sicherheit sagen kann, ist, dass mich hier definitiv nicht meine Lieblingsgegner erwarten werden. Und ich danke euch wie immer fürs Einschalten und sage hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao!